Es wird eine Jahrhundertflut, wenn nicht gar Jahrtausendflut in Griechenland, die da in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Ein Tiefdruckgebiet dreht sich über Griechenland und bringt hunderte Liter Niederschlag bis Donnerstag. Schauen wir, was passiert. Das hier ist ein Wettermodell und das zeigt an, wir sehen 250 Liter Niederschlag in der Mitte Griechenlands. In den Bergen können das auch bis zu 350 Liter sein. Allein das würde schon ein extremes Hochwasser auslösen. Aber wenn wir das Wettermodell mal wechseln, dann sehen wir, dass auch bis zu 500 Liter Niederschlag prognostiziert werden. In den Bergen sogar bis zu 700 Liter pro Quadratmeter. Solche Wassermassen kennt man eigentlich nur von Taifunen oder von Hurricane. Das heißt, wir haben ja eine extreme Hochwasserlage vor uns. Nicht nur das, es kommt zu Sturzfluten aus den Bergen, es kann zu Murenabgängen kommen, zu Erdrutschen kommen. Es ist mit erheblichen Schäden an der Infrastruktur und auch in der Landwirtschaft zu rechnen. Erst am Donnerstag soll das Ganze ein bisschen nachlassen. Also die Region in der Mitte Griechenlands zwischen Thessaloniki und Athen wird extremes Unwetter erfahren in den kommenden Tagen. Und wäre das nicht schon genug, herrscht auch noch eine gewisse Tornadogefahr, denn tatsächlich kommen immer wieder Gewitter von der zu warmen Ägäis und da können auch Tornados mit dabei sein. Also jeder, der irgendjemanden kennt, der da sich gerade aufhält oder wohnt, der möchte ihn bitte warnen, denn dieses Wetter kann sehr schnell lebensgefährlich werden und wir können nur hoffen, dass die Menschen sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können vor diesem Jahrhundert, wenn nicht sogar gar Jahrtausendereignis in Griechenland. Die besten Feuersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.